Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch etwas übertrieben krasses, und zwar wie ihr innerhalb von einer Minute 30 ungefähr über 50.000 Dollar in GTA machen könnt. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber ist wirklich relativ easy. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist ein bisschen Fahrskill und am besten ein voll aufgetuntes Motorrad. Meine Empfehlung ist hier die Barty. Es geht natürlich auch mit anderen Motorrädern, aber mit der Barty, das ist einfach die schnellste und dafür am besten geeignet. Wieso, werdet ihr nachher im Video sehen. Alles, was wir jedenfalls dafür machen müssen, ist, wir müssen uns zu diesem Zeitrennen, zu dieser Location begeben. Für das Zeitrennen hat man 1 Minute 26 Zeit und ich zeige euch, wie ihr das wirklich ganz einfach in der Zeit schafft. Aber dazu komme ich gleich, jetzt erstmal zum Rennen. Okay, wenn wir hier dann im Rennen sind, dann müssen wir hier gleich direkt voll losstarten. Wir starten am besten immer mit so einem Wheelie. Mit so einem Wheelie kriegen wir einen kleinen Speed Boost und hier erstmal gleich links abbiegen. Das ist ja relativ wichtig, dass ihr wirklich genau die Strecke nehmt, wo ich nehme. Weil wir haben zwar noch am Ende des Rennens habe ich ungefähr noch 4 Sekunden Zeit, aber ist relativ wichtig. Hier nehmen wir eine linke Abkürzung einfach ein bisschen so durch die Pampa durch sozusagen. Dann einfach oben auf die Straße, und auf dieser Straße bleiben wir jetzt mal. Wie gesagt, wenn wir immer können, dann immer in so einen leichten Wheelie reingehen, weil das gibt noch so einen kleinen Speed Boost extra. Und es bringt zwar nicht sehr viel von der Zeit, aber jedes Hundertstel kann letzten Endes am Ende des Rennens schon zählen. Man weiß ja nicht, wie es sonst läuft, aber so ist man wirklich auf einer relativ guten Seite. Gut, hier geht jetzt eine Abzweigung nach rechts, die nehmen wir aber noch nicht. Jetzt müssen wir uns nur langsam bereit machen, weil jetzt müssen wir gleich rechts abbiegen. Hier nach der Leitplanke, ich habe immer die Leitplanke als so einen Anhaltspunkt genommen. Da einfach rüber, dann jetzt hier ganz hoch auf den Berg. Ich bin immer so ungefähr in der Mitte von dem Kamm gefahren, weil ihr müsst unten auf die Karte schauen, dass ihr so ungefähr gerade auf den gelben Punkt zufahrt. Hier ist es nur wichtig, dass es euch nicht auf die Fresse haut und wirklich, dass ihr so ein bisschen Speedboost behaltet, so wie ich jetzt in meinem Fall. Und jetzt, hier ist es relativ wichtig, wo wir runterkommen. Wir müssen uns so ziemlich die Hecke merken oder sowas. Es gibt auch eine Methode, wo man runterspringen kann. Aber wir sehen schon, wir haben das Rennen jetzt abgeschlossen. Es ist 1 Minute 22, knapp 23. Also ich hatte noch 3 Sekunden gut Zeit. Hat auf jeden Fall so geklappt. Und wie wir gesehen haben, ich habe 51.000 Dollar bekommen. Ist auf jeden Fall wirklich eine dicke Nummer für ein bisschen über eine Minute Rennen. Das Rennen können wir jetzt auch beliebig oft wiederholen. Einfach dann wieder zum Ziel oder zum Start fahren. Und ja, jetzt blende ich hier nur noch ein bisschen was anderes ein, weil das eigentliche Video ist jetzt vorbei. Wenn es uns mal irgendwo zwischendrin aufs Maul haut, ist auch überhaupt kein Problem. Wir müssen nur innerhalb von 20 Sekunden wieder auf unserem Motorrad sein. Dann können wir die Y-Taste drücken, so wie in jedem Rennen die Respawn-Taste. Dann spawnen wir direkt am Anfang wieder, weil es ist ja ein Schwachsinn, wenn wir jetzt irgendwie von der Strecke abkommen und dann wieder mitten drauf gespawnt werden. Die Zeit bleibt ja trotzdem und wir schaffen es dann nie und nimmer mehr. Deswegen einfach das Rennen dann nochmal fahren. Ich habe auch wirklich einige Versuche gebraucht. Ich glaube insgesamt hat es, ich schätze mal so 5 bis 8 Versuche, bis bei mir endlich geklappt hat. Aber dann, wenn ihr da ein paar Mal gefahren seid, dann klappt so ziemlich jedes Mal. Okay, ansonsten war es von meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.